Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, heute ist Donnerstag und ich habe mich fertig gemacht und wollte ein bisschen raus, hatte keine Lust zu Hause auf Arbeit und so. Ich dachte, komm ey, gehst du jetzt mal ein bisschen raus, machst auch mal was für dich. Ja, und was mache ich für mich? Ich bin nach Action gefahren. Ja, ich gucke jetzt hier ein bisschen im Action, ein bisschen rumschauen. Und dann gehe ich ein bisschen ins Bero Center. Das ist ja hier in Oberhausen. Haben wir einmal das Zentrum, einmal das Bero Center. Und hier ist Action. Und hier ist das Bero Center. Da sind ein paar Lädchen. Da kann man auch gut schnabulieren. Heißt das so? Ich hätte das mal irgendwo in Berlin gelesen. Schnabulieren. Was heißt das überhaupt? Heißt das überhaupt durch die Läden laufen? Oder heißt das irgendwie quatschen oder essen? Ja, und heute habe ich meine neue Hose von Halara an. Die sitzt wirklich super. Ich kann euch hier mal ein Outfit-Foto einblenden, wenn ich eins habe. Wenn ihr jetzt keins gesehen habt, habe ich keins. Oder vielleicht stehe ich mal auf und zeige euch das mal. Nee, aber die sitzt echt gut. Ja, und ich hasse das, wenn ich meine Brille anziehen muss. Ich muss aber jetzt meine Brille anziehen. Weil sonst sehe ich die Sachen da nicht richtig. Also mit weit gucken ist bei mir nichts. Ja, deswegen. Also Kamera lasse ich jetzt hier. Und ich gehe jetzt erstmal nach Action und wir hören uns gleich. Ich bin jetzt wieder zu Hause. War jetzt ungefähr, glaube ich, 2-3 Stunden unterwegs. Ich zeige euch gleich, was ich geholt habe. Ermin ist am Putzen. Machst du das gut? Nee, ich mach's so richtig schlecht. Zeig mal, wie machst du das denn? Was soll ich dir denn jetzt zeigen? Ha? Was du benutzt und so. Ich habe jetzt alles rausgeräumt, habe erstmal das Bad gesaugt oder die Bäder. Gesaugt? Ach so. Ja, die ganzen Haare. Zimmer, ich dachte, du hast die Dusche gesaugt. Nein. Pikachu, lass den Eukalyptus. Ja, und jetzt werde ich erstmal alle Oberflächen abwischen und entstauben. Ja, gut. Mhm. Sehr gut machst du das, Schatz. Bravo, ich bin ganz stolz auf dich. Aber du musst nicht immer direkt alles, also du musst nicht alles rausräumen. Du kannst doch das hochheben, sauber machen, das hochheben, sauber machen. Ach, lieber einmal komplett leer und dann, weil wenn du hin und her, dann stellst du den Trichter auch von links nach rechts. Ja, okay, Schatz, du machst das schon. Oh, ich habe so Hunger. Und Ermin hat hier das halbe Blech schon gegessen. Das schmeckt so gut heute. Kalt, echt besser. Kalt, ja, kalt schmeckt das sogar noch besser. Richtig lecker, der Lauchkuchen. Richtig Hunger gekriegt. Noch gar nichts gegessen heute. Frag mal nochmal. Was hast du mich gefragt? Ob ich diese Klappe hier runter machen soll oder auflass? Hm. So sprüht's mehr, ne? Nee, offen sprüht's besser, finde ich. Aber ist das nicht extra so ein Gitter, damit so eine Wolke wird? Nee, ich glaube andersrum. So sprüht's, wie heißt das? Punktional. Oder wie das heißt. So kommt Schaum raus und so eine klare Flüssigkeit. Ja. Heute hat Ermin gesagt, er putzt mal die Wohnung. So, meine Lieben, ich zeig euch mal, was ich geholt habe. Ich war nicht nur bei Action, sondern ich war auch im Bero Center und habe dann ein paar Kleinigkeiten geholt. Nichts Großartiges, aber ich zeige euch jetzt erstmal Action. Also erstmal, warum ich bei Action war. Ich habe Ablagen gebraucht. Ich habe 4 Ablagen gebraucht. Ich habe schwarze, aber ich habe jetzt hier mal diese durchsichtigen geholt, weil die besser aussehen dann in meinem Zimmer oben, weil schwarz passt da nicht mehr so. Vielleicht werde ich die schwarzen auch nochmal Alexandro geben oder Ermin, wenn die brauchen. Und werde mir nochmal 4 durchsichtige holen. Dann habe ich eine
klitzekleine günstige Gießkanne geholt. ja, ich dachte jetzt hier für die Blumen in der Wohnung ist das ganz praktisch, so eine kleine Gießkanne dazu haben. Die hat auch nur unter 1 Euro gekostet. Ich habe 2 Raumdüfte mitgenommen und guckt mal, wie schön ist bitte diese Flasche. Wie schön sieht die bitte aus, oder? Sag doch mal. Und die sieht nicht nur gut aus, die riecht auch gut. Bei Action gibt es jetzt immer so ein Duftloch hier oben, was man so aufmachen kann. Oh, das riecht so wahnsinnig toll nach Honig. Werde ich hinstellen und werde ich euch auf jeden Fall berichten, ob das intensiv riecht, ob das lange riecht. Aber die Flasche sah schon mal echt gut aus. Die musste mit. Was hat es gekostet? Ich glaube 5,99 €. Und dann gab es hier für 3,99 € auch nochmal sowas. Ich habe hier Woody mitgenommen. Hatte hier auch dran gerochen. Riecht sehr frisch. Ja, so holzig halt. Ja, holzig. Also es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut auch. Und ich probiere es aus alles und dann sage ich euch Bescheid, wie gesagt, ne? Ob das lange anhält, ob das intensiv ist. Ich sage euch auf jeden Fall in den Vlogs dann Bescheid. So, und dann noch eine Sache, die ich von Action geholt habe, sind die magnetischen Wimpern. Ich dachte, wir probieren die mal aus. Die haben nämlich nur 1,99 €. Ich will jetzt nicht lügen. Ich muss mal auf den Kassenzettel gucken. Aber ich glaube, die haben nur 1,99 € gekostet. Sekunde, ich suche eben den Kassenzettel. Magnetische Wimpern. 2,95 €. Sorry. 2,95 €. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr schon Erfahrungen damit? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten werde ich das gleich mal ausprobieren und euch das zeigen, ob das gut ist. Das ist mit diesem Eyeliner drauf, kurz trocknen lassen und dann die magnetischen Wimpern drauf machen. Bin ich mal gespannt, ob das so gut ist. Ich hatte es ja mal von einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke hieß, irgend so eine Marke. Und dann habe ich das ausprobiert, aber die haben nicht gut gehalten. Also es hat mir gar nicht so gefallen. Hä, ich hatte doch noch... Nee, hatte ich doch nicht. Ich dachte, ich hätte mir ein BH geholt, aber habe ich dann doch wieder zurückgegeben. Ja, ich war bei Mr. and Lady und wollte mir ein bisschen Unterwäsche holen, neue Unterwäsche, aber diese Läden sind einfach nichts für großbusige Frauen. Ja, ich habe hier 85 C bis D. 90 passt auch, also 85, 90, C bis D. Und ich habe mir 85B 2 BHs rausgenommen und 85C einen. Aber bei 85C war das ein BH. Kennt ihr das, wenn das dann oben so rüber überquillt? Und fand ich nicht so schön. Die Farbe war schön, es war so ein blaues Set. Ich hatte mir auch das Höschen dazu geholt. Das sah echt schön, also auch schön gestickt vorne. 10 Euro hat der BH gekostet. Die haben echt schöne Unterwäsche bei Mr. and Lady, aber ihr habt da nicht reingepasst. Und die restlichen, das war dann B, Körbchengröße B. Und das hat leider auch nicht gepasst. Ich hatte einen beigen mitgenommen und noch einen roten, aber es hat nicht so gepasst. Aber vom roten habe ich das Höschen mitgenommen. Das fand ich echt schön. Also so sah dann auch der BH aus. Ist aber nicht schlimm. Ich habe einen roten BH und ich dachte mir, dann habe ich noch ein rotes Höschen dazu. 5,99 € habe ich in L geholt. So, dann war ich bei Woolworth. Und warum war ich bei Woolworth? Ich hatte Durst und habe mir eine Cherry Coke geholt, Zero. Und habe mir noch gedacht, also da bin ich jetzt schon öfter dran vorbeigelaufen und dachte mir, ja, holst du die jetzt mal? 2 Euro Messlöffel-Set. Ich habe mir die jetzt für die Vorratsdosen geholt. Weil ich hatte 2 so Löffel, etwas größere Löffel, hatte ich von Griechenland, vom Jumbo geholt für die Vorratsdosen. Das ist echt praktisch. Ja, und ich dachte, ich packe einfach da, wo sie reingehören. Ich zeige euch später, wo ich die reintue. Und dann ist das ganz gut. Man kann dann einen Kaffee oder den Zucker, Kakao, ne? Ist dann halt ganz praktisch. Wie gesagt, 2 Euro. Und zu guter Letzt war ich noch bei Zehmann. Und habe Unterhemden für Alexandro mitgenommen. Ich finde, bei Zehmann findest du einfach die günstigste Kinderunterwäsche, die es gibt. Ich habe die jetzt in Größe 158, 164 mitgenommen. Die haben auch eine gute Qualität und kostet nur 1,79 €. Also da kannst du echt nicht meckern. Für 1,79 € gab es auch in Weiß. Ich habe ihm jetzt 3 in Grau mitgenommen.
Bei Zehmann müsst ihr gucken, also die etwas teuren, die hängen immer oben. Und die günstigeren, die findet ihr unten. Das ist wie so eine Wühlebene unten. Und da findet man halt die etwas günstigeren. Also lasst euch nicht blenden, oben hängen die für 2,50, 3 Euro. Okay, ist jetzt auch nicht so teuer. Aber Alexandro braucht halt keine Motive jetzt auf der Unterwäsche, ne? Wie wenn man das bei kleinen Babys irgendwie auf den Bodies dann kauft. Deswegen, wenn ihr einfach nur normale Unterhemden braucht, dann guckt auf jeden Fall bei Zehmann ein bisschen weiter unten. Die sind dann auf jeden Fall günstiger. Ja. Mein sexy Höschen. Ja, sieht aber nicht schlecht aus, oder? Ich habe auch so einen roten BH dazu. Passen müsste der auch. So, die Messlöffel werde ich einmal waschen auf jeden Fall, weil da kann jemand die... Die Messlöffel werde ich auf jeden Fall einmal waschen. Ah, okay, hier ist... Gut, die heißen Messlöffel und hier steht überall auch die Anzahl drauf, wie viel da reinpasst. Aber das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche die nur, damit ich die Sachen da von A nach B reinmachen kann. Also holen kann. Ihr wisst, was ich meine. So, ich räume das jetzt hier alles mal weg und melde mich gleich. Ah ja, ich wollte euch noch den Lyko-Roll zeigen. Das Paket steht hier schon länger. Ich wollte euch zeigen, was ich bei Lyko bestellt habe. Das zeige ich euch gleich. Scheiße, ich bin auf meine Hose getreten, aber ich lebe noch. Ja. Oh, das riecht so gut. Das riecht wie so ein Honiglikör. Also ich bin echt gespannt, ob der Duft intensiv genug ist, dass die Wohnung riecht beim Vorbeilaufen. Ja. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch irgendwas Schönes hier oben. Nee, macht man einfach so in die Flasche rein. So, werde ich jetzt gleich hinstellen. Ich glaube, das andere mache ich jetzt noch nicht auf. Das werde ich dann... Oder doch, ich mache es auf. Ich tue eins im Flur und eins ins Wohnzimmer. Nein, ich tue es doch nicht. Ich mache es... Doch, ich mache es auf. Ich mache es auf. Damit ich euch auch sagen kann, ob das intensiv genug ist. Na, deswegen mache ich das mal auf. Mensch, gehen wir da mal raus hier. Es war nicht so, wie man es eigentlich rausholt, aber ich habe es geschafft. Ja, das finde ich schöner, ne? Wenn da noch so eine Kappe drauf ist, aber irgendwie war beim anderen das beim anderen nicht. Eins habe ich mir gemerkt, nie wieder mit den Zähnen dieses Ding hier rausholen. Ich hatte 2 Tage lang den Duft in meinem Mund drin, ne? Es war echt ekelhaft. Ach, das riecht aber auch echt gut. Kleber hier unten. Ja, es riecht auf jeden Fall auch echt gut. So, Stäbchen rein. So, ja, sieht auch echt nice aus. Aber natürlich hat man da Schiss, irgendwie auf irgendeinen Scam reinzufallen, weißt du? Ja, klar. Deswegen. Mach's richtig. Nee, ich wollte dir noch zeigen, ich habe die jetzt hier reingetan. Ich habe das größte hier für den Reis. Dann habe ich die Größe danach hier für den normalen Kaffee. Die Größe danach für den entkoffeinierten Kaffee. Das ist ganz praktisch, kannst du hier, ne, so und dann direkt in die Kaffeemaschine. Ja, dann die Größe danach habe ich für Salz genommen, Oregano, habe ich noch irgendwas? Ja, den Rest habe ich jetzt hier auf Seite gelegt, weil die sind zu klein. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt
gebrauchen werde, aber so die großen sind echt gut. So, meine Süßen, als allererstes, bevor ich euch die neue Lyko-Bestellung zeige, probieren wir mal die Lashes aus von Bon Jolie Magnetic Eyeliner Eyelashes Set. Creates a beautiful eye look without using glue. Gut, bin ich mal gespannt, ob die gut halten. Vielleicht muss ich die auch schneiden. Schauen wir mal. Ich mache die jetzt auch mal auf. Das Ganze sieht so aus. Hier ist einmal ein Applikator drin. Aber den habe ich schon 10.000 Mal hier. Dann haben wir hier die den Magnetic Eyeliner. Und wir haben hier die Magnetic Lashes. Ich frage mich, warum die diese Magnetic Lashes überhaupt abgesetzt haben. Die gab es ja auch bei DM und so. Also ich mag die. Ich habe die immer noch hier und ich benutze die gerne, wenn ich keine falschen Wimpern drauf habe, permanent Wimpern. Da benutze ich die schon gerne, diese magnetischen Wimpern. Einfach Mascara drauf, eine Schicht von unten, eine von oben und die sind echt gut. Ja, so sehen die Wimpern aus, die es dabei gibt. Und die hole ich jetzt mal raus. Wäre schön, dass es hier auch noch diese Aufbewahrungsbox gibt mit einem Spiegel. Dann kann man das da drinnen aufbewahren. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Wimpern kürzen muss. So, ja, die sehen schon ziemlich lang aus. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich die kürzen muss. Die sind nämlich genau wie mein Auge von der Länge her. Aber dann müsste ich von vorn bis hinten richtig den Mascara auftragen. Den Eyeliner meine ich nicht, Mascara. So, das machen wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dass ich das auch gut vertrage am Auge. So, es ist das schwarzer? Ja, ist schwarzer Mascara. Warum sage ich immer Mascara? Ja? Kommt rein und sagt nichts. Also es ist ein Eyeliner, es ist kein Mascara, Niki. Und es ist schwarz. So, jetzt mache ich mir das mal drauf. So, eigentlich mag ich keinen schwarzen Eyeliner über dem Auge. Aber nun gut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist, glaube ich, was rechts und was links ist oder ob die gleich sind. Ich glaube, die sind gleich. Soll ich das in den Eimer kippen? Ja, aber nicht alles, ne? Ist zu viel. Ja, ja, schon klar. Ja. Ich dachte, du meinst alles. So. Achso, ich muss sie erstmal trocknen lassen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Wie lange muss das denn jetzt hier trocknen? 30 Sekunden lang trocknen lassen. Ja. Lassen wir mal noch 10 Sekündchen, dass es noch so ein bisschen flüssig ausschaut. Ich freue mich so, morgen kriege ich wieder normale Wimpern. Normale Wimpern, ja. Also meine falschen Wimpern drauf. Das reicht jetzt mit keine Wimpern haben. Also man muss echt aufpassen vorne. Ist nicht zu weit vorne dran zu machen, weil sonst läuft das ins Auge aus. Also denke ich mir mal, dass ich die ein bisschen kürzen muss, weil das sonst vorne nicht hält. So, jetzt mache ich das mal dran. Ich mache das nur ohne diesen Applikator. Man muss so ein bisschen so... Ich werde die Ecken jetzt ein bisschen so einknicken. So. Bin ich mal gespannt, wie gut das hält. Wow, okay. Also es hält auf jeden Fall. Also so auf dem, also so auf Anhieb
hält das dann direkt. Also man kann es direkt drauf machen. Aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ich mache jetzt nochmal das andere drauf. Die andere Wimper. Oder die andere Seite. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so krass gefällt. So vom Aussehen her meine ich, ne? Ich glaube, die Wimpern sind mir einfach so ein bisschen zu wenig. Ich mache jetzt erstmal das andere drauf und dann sage ich meine Meinung dazu. Also das Auftragen ist auf jeden Fall richtig easy. Einmal drauf halten und die Wimpern sind dran. So, jetzt mache ich mal den Check, wie ich das finde. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Ja. Also ich mag halt, ich sage jetzt mal die negativen Sachen. Ich mag keinen dunklen Eyeliner überm Auge. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut an mir. Und ich finde, der Wimpernrand ist jetzt sehr, sehr dunkel, auch wegen dem schwarzen Eyeliner. Aber die Längen der Wimpern sind halt sehr hell, weil die Spitzen, also die Längen, da sind nicht viele Wimpern dran. Und das sieht halt sehr hell aus und das gefällt mir nicht so. Also mir gefällt die Form der Wimpern halt nicht. und die stören mich. Also wenn ich meine Augen bewege, stören die mich extrem. Wenn ich blinzel, ne, dann merke ich die Wimpern schon. Jetzt frage ich mich aber, ob ich vielleicht einfach meine Wimpern, die sind ja auch magnetisch, die ich hier habe, ob ich die einfach drauf machen kann. Ob das funktioniert, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, kriegt man auch einfach wieder ab. Geht das? Es geht, ja. Es hält. Oder? Geht so. Ne, es hält nicht wirklich. Es hält nicht wirklich. Ich guck mal, ob man es so dann wieder dran kriegt. Ja, kriegt man auch so dann wieder dran. Also die Wimper ist total easy wieder dran. Das ist schon crazy. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das benutze, aber ja. Haben mir das jetzt auch ein bisschen besser vorgestellt. Ja, jedenfalls werde ich die jetzt heute mal tragen und mal schauen, wie lange die halten an meinen Augen. Aber ich muss schon halt sagen, die stören mich schon. Vielleicht merke ich es nach einer Zeit auch nicht, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Übrigens habe ich heute nochmal für mich entdeckt, dass das mein Lieblingslippenstift ist mit meiner Lieblingsfarbe Maybelline. Super Stay Crayon in der Farbe 25 Stay Exceptional ist einfach auch meine allerliebste Farbe. Hatte ich halt drauf. Ist einfach meine Lieblingsfarbe und er hält auch so lange. Ja, wollte ich euch nur noch mal sagen. Okay, ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt mal meine neue Lyko-Bestellung. Ich habe nämlich